willkommen. Heute mal mit einer kleinen anderen Optik, mit einer etwas anderen Optik. Oh, scheiße. Ich habe nämlich jetzt auch eine Canon Legria, damit ich auch cool bin. Keine Sorge, ich habe die mir ausgeliehen von meinem lieben Freund, dem Johann. Und ich habe eine Blase an der Zunge. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nee, kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen. Aber auf jeden Fall habe ich hier hinten an der Backe eine Blase an der Zunge. Und die fuckt meinen Kopf richtig krass ab. Die fuckt meinen Kopf wirklich, wirklich. Oh, guck mal, ich muss da reingucken. Tut mir leid. Wirklich krass ab. Aber ich habe mir Abhilfe geschafft. Nämlich, ich habe mir einen köstlichen Joghurt geholt. Ich weiß nicht, ob es was hilft. Können wir mal schreiben, was gegen Blasen hilft. Generell Blasen im Allgemeinen. Ist, denke ich mal, auch sehr stark. Guck mal, hier habe ich einen Ventilator. Cool, ne? Ich kann auch mal, ich habe das noch nicht gemacht. Ich kann auch mal eine Roomtour machen, wenn ihr wollt. Beziehungsweise vielleicht mal ein Setup-Video hier so. Oder hier der ganze Müll, den ich da drin habe. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr das wollt. Übrigens, mein Outfit of the Day ist ein H&M-Pulli oder keine Ahnung. Ist von meinem Großvater. Die Farbe hat dem nicht gefallen. Ich verstehe es gar nicht. Ich finde, ich sehe darin reizend aus. Habe ich recht, meine Freunde? Wunderschön, oder? Ich habe übrigens auch noch einen neuen Helm. Habe ich auch schon auf Instagram gepostet. Hier. Ich glaube, ich weiß nicht, wofür ich den gebrauchen könnte, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich swaggig aus. Und ihr könnt mir auch mal schreiben, was ihr sehen wollt, weil ich will mehr Vlogs machen, beziehungsweise ich möchte einfach mehr so ein bisschen eine persönliche Beziehung mit euch aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? So richtig persönlich, dass wir uns einfach lieben. Und keine Ahnung, ich brauche das einfach, ich brauche sowas. Und ihr könnt mir mal schreiben, was ich erleben soll. Vielleicht soll ich mal ein Eis essen gehen oder irgendwie, keine Ahnung, in den Pennymarkt gehen oder in den Garten gehen und eine Blume pflücken, wenn die Interessierten wissen, was eine Blume ist. und ich finde diese Optik so geil, Alter, das ist einfach dieses Fischauge. Man kann damit so viel Scheiß machen. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, falls auch irgendwas heute passiert, wir haben schon 19 Uhr an einem Freitag, dann lasse ich es euch natürlich wissen, vielleicht kommt ihr ein Einbrecher. Hey Leute, ich verbringe gerade wieder einen wunderschönen Mädelsabend mit meinen Jungs. Ich glaube, hier sieht man es. Daniel und Knuspi, warte mal. Mal gucken, ob die auch was sagen. Daniel, sag mal was. Hallo? Ah, fuck. Okay, Knuspi, magst du auch was sagen? Ja, hallo. Okay, sehr schön, Jungs. Auf jeden Fall Abo da lassen, meine Freunde. Es lohnt sich. Wir gucken auch gerade Germany's Next Topmodel und hier ist Zickenkrieg angesagt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber so geht's auf jeden Fall gar nicht. Habe ich recht, Jungs? Auf geht's. Jungs, ich weiß, wie es euch geht, Alter, aber ohne Witz, Mann. Mom, wenn ich hier Werbung gucke, ich weiß nicht, ob ihr die kleinen Striche da seht, aber Alter, nicht Werbung gucke, sondern ich meine, wenn ich hier Topmodel gucke auf Pro7, hier, Alter, einmal Werbung, zweimal, dreimal, viermal, was, Mann, wenn ich Werbung gucken will, gucke ich ein Video von Elotrix. Ich habe mir gerade ein Brot gemacht. Kurz Bildschirmflip. Und zwar ein kleines Sandwich. Ich habe mich heute mal ein bisschen auf Käse spezialisiert. Unten haben wir ein bisschen, ich glaube, das ist Leerdama. Hier eine Scheibe irgendwas und dann ein bisschen Gouda. Und als Soße habe ich hier so eine richtig ekelhafte Pampe. Aber, das schmeckt sogar gar nicht mal so schlecht. Das schmeckt sogar wirklich relativ gut. Naja, dafür, dass es irgendwie 2 Minuten Aufwand ist oder so, ist es ein sehr schönes Essen. Oh, ich muss mich so anstrengen, hier mal in die Linse zu gucken, weil irgendwie, keine Ahnung, ich gucke hier eben auf den Bildschirm, weil ich heute einfach so wunderschön bin, meine Freunde. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, das Video auch zu Ende. Es sei denn, ich erlebe heute Nacht irgendwie ein Ärgernis. Vielleicht blitzt es oder es gewittert oder keine Ahnung. Und ich gucke jetzt noch mir die Serie an. Better Call Saul, weil die hat irgendwie eine Bewertung von 93 von 100 oder so. Und das ist einfach
somit das krasseste, was es gibt. Und die Serie Care ist auf Deutsch draußen. Gibt's auf Netflix, meine Freunde. Worauf ich es natürlich auch schaue. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, ist jetzt der allererste. Okay, es ist jetzt wirklich nichts, nicht viel passiert, aber ich bin halt auch echt ein Stubenhockerino. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bei den Tschüss.